Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Ramsky Ratta. Wir sind hier, wir reden mit Kreia, vielleicht ein letztes Mal, und wir sind dabei, endlich die Antworten zu erhalten, die wir die ganze Zeit gesucht haben. Es ist nicht zu spät, Kreia, ich kann euch retten, wenn ihr es mir erlaubt. Ja, wir wollten erstmal wissen, was jetzt passiert. Der Schüler muss den Meister töten. Tut ihr das nicht, töte ich euch. Tue ich das nicht, wird alles, was ihr erreicht habt, so nichtig, so leer und so gewalttätig sein wie Malachor selbst. Ich kämpfe nicht gegen euch, das möchte ich nicht sagen. Wenn sie mich angreift, werde ich gegen sie kämpfen. Ihr werdet euch für jeden Verrat, jeden Betrug verantworten müssen. Und los geht's. Darth Traya, alias Kreia, wird jetzt sehen, ob wir stärker sind als sie. Und hier werden wir das auch sehen. Okay. Wir werden sehen, welche Lichtschwertform ich anwenden werde. Okay, wie geht das hier? Viele Gegner? Nein. Gegen Jedi minus Blasterabwehr, das könnte es schon mal sein. Blasterabwehr minus viele Gegner. Was ist das? Einzelgegner, viele Gegner. Gegen Einzelgegner minus Mächte. Nein, Kreia wird, denke ich mal, viel Macht einsetzen. Von daher werde ich nicht irgendwas, was gegen Mächte, was mir Schwäche gegen Mächte bringt, gegen sie einsetzen. Das hier werde ich auch nicht einsetzen, weil wir das nicht brauchen. Ja, ich denke mal, ich werde das hier nehmen. Gegen Jedi. Ich werde gleich noch ein Verpin-Schild auswählen, damit wir den auch zur Not wieder einsetzen können. Und los geht's. Wir werden mit unserer mandalorianischen Rüstung gegen Kreia antreten und sehen, ob wir bestehen werden. Okay, schließen. Wir werden sehen, was wir Kreia entgegensetzen können. Okay, sie macht ganz schön Schaden, aber sie nimmt auch ganz schön Schaden. Yeah. Sie ist nicht so gut, wie ich erwartet hätte. Aber vielleicht hat sie ja noch irgendwas auf Lager. Sie hat noch irgendwas auf Lager. Okay, wir haben sie geschlagen. Fürs Erste. Wer weiß, was sie noch so an Gemeinheiten für uns hat. Ergebt euch, Kreia. Ihr müsst nicht sterben. Ich brauche eure Lehre nicht mehr. Ich habe euch besiegt, körperlich und geistig. Dann beendet es. Tötet mich. Tötet mich und macht allem endlich ein Ende. Ich bin ein Jedi. Ich schlage keine wehrlosen Gegner. Ich bin kein Jedi. Nein, es ist schon zu Ende. Euer Leben gehört euch, Kreia, und ihr könnt mich nichts mehr lehren. Ihr werdet mir keine Gnade erweisen. Ihr werdet ihr zerbrechen. Was? Was tut sie? Wow. Okay. Respekt, Kreia. Das ist... interessant. Drei schwebende Lichtschwerter. Wir werden sehen, ob wir gut gegen sie bestehen können. Ich mach mal kurz den Schildprototyp an. Okay, die Schwerter machen extrem viel Schaden. Aber zum Glück haben wir unsere Lebenserhaltungskits. Auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht denke, dass die uns jetzt viel, viel bringen werden. Ich habe mal eben gespeichert. Mach den Schild nochmal an, damit wir wenigstens ein bisschen Zeit haben, uns zu regenerieren. Denn unsere Lebenspunkte sind echt im Keller. Und wir müssen jetzt mal was tun, damit wir hier überleben. Nicht sterben und Kreia gewinnen lassen. Okay, ein Lichtschwert ist down. Tut mir leid, wenn ich jetzt so wenig rede, aber ich muss mich konzentrieren und ich möchte den epischen Kampf auch nicht durch Gequassel verunstalten. Ein Lichtschwert down, da unten liegt es zerschlagen von uns. Und wir müssen sehen, wie wir gegen die anderen jetzt bestehen können. Dann heißt es, mit Kreia reden. Okay. Das nächste Schwert haben wir auch fast down.
Okay, fehlt noch eins. Das schaffen wir auch noch. Sehr gut. Mit Ach und Krach schaffen wir. Okay, wie scheint, ist Kreia auch verdutzt, denn das Schwert stockt ab und zu. Und sie kann es nicht mehr so gut gegen uns leiten. Vielleicht die letzten Minuten von Kreia. Kommt drauf an, ob sie uns nochmal angreifen wird. Bin gespannt, ob sie noch Tricks auf Lager hat oder nicht mehr. Es ist vollbracht. Endlich ist es vollbracht. Nie hatte ich einen besseren Schüler. Wenn ihr mich hier tötet, verschafft ihr mir mehr Genugtuung, als ihr euch vorstellen könnt. Es geht nicht um meine Genugtuung oder deine. Es geht darum, dass du keine Gefahr mehr für die Galaxis bist, Kreia. Ihr könnt euch noch immer retten, Kreia. Mich retten? Das habt ihr bereits. Ihr habt schon genug getan. Jetzt und in Zukunft. Was passiert jetzt? Die Entscheidung liegt bei euch. Ich hatte gehofft, ihr würdet Revans Weg folgen. Aber ihr seid nicht Revan. Ihr müsst euren eigenen Weg gehen. Verlasst Malachor mit einem der Schiffe, die den Planeten umkreisen. Oder wartet hier auf die anderen. Auf jene, die von der Macht berührt wurden. Sie werden kommen. Oder kehrt in euer Exil zurück, wo eure Anwesenheit die Taten anderer nicht länger beeinflussen wird. Alle diese Wege sind ehrenvoll. Ich bitte euch nur, eure Wahl ohne Reue zu treffen. Okay, Kreia scheint ihr Schicksal zu akzeptieren. Ich folge Revan, wie vor einem Jahrzehnt. Nein, ich will nicht länger hierbleiben. Was mit meinen Freunden? Genau. Ich blicke vom Herzen Malachors in die Ferne und sehe viele Dinge. Dieser Ort bündelt solche Energien. Wenn es euch etwas bedeutet, werde ich in diesem letzten Moment in die Zukunft blicken und euch berichten, was ich sehe. Mein letztes Geschenk an euch. Ein Geschenk unter Verbannten. Okay, was geschieht mit meinen Freunden? So lange reist ihr nun schon mit ihnen. Und doch kennt ihr sie nicht. Spürt sie durch die Macht. Spürt, was sie spüren. Hört ihre Gedanken und lernt sie kennen, wie ich kämpfte, um euch kennenzulernen. Sie waren die verlorenen Jedi. Die wahren Jedi, auf denen die Zukunft aufgebaut wird. Sie brauchten nur einen Anführer, einen Lehrer. Erzählt mir von Mira. Sie wird aufhören, das Leben zu jagen und es stattdessen leben. Trotz ihres wahren Vaters und des Daseins, das sie im Schatten Nar Shaddas gefristet hat, wurde sie nicht als Raubtier geboren. Sie wird euch vermissen und oft an euch denken. Ihr habt ihr gezeigt, was das Leben bedeutet. Sie wird weiterleben. Aber nur für einige Zeit. In ferner Zukunft wird sie auf einem vergessenen Planeten sterben und dadurch viele Leben retten. Aber sie wird sich selbst für den Tod entscheiden und es nicht bereuen. Das ist gut. Und was mit Canaris? Mandalore? Er hat noch viele Schlachten in sich, wie Revan es beabsichtigt hatte. Ein General braucht eine Armee, genau wie er seine Vertrauten braucht. Kenderus ist ein treuer Gefährte, obwohl Revans Wille ihn beherrscht hat. Aber das wisst ihr bereits. Was ist mit den Mandalorianern? Über Jahrtausende hinweg werden sie einen langsamen Tod sterben, bis nur noch ihr Kodex und ihre Geschichte bleibt. Die Hülle ihrer Rüstung auf der Hülle eines Mannes, der von den Jedi nur allzu leicht getötet werden kann. Nur ihr Kodex und ihre Geschichte bleibt. Kreia versteht die Mandalorianer nicht. Ihr Kodex und ihre Geschichte, das ist es, was die Mandalorianer ausmacht. Nicht mal ihre Geschichte, sondern nur ihr Kodex. Und solange der Kodex existiert, gibt es Mandalorianer. Und wie ist es, was ist mit ihr? Die Blinde wird auf ihren Heimatplaneten zurückkehren. Sie wird auf die Oberfläche jener Welt blicken und vielleicht endlich sehen, was sie sehen soll. Ihr Leben wurde durch eure Begegnung verändert, obschon dies viele Jahre lang nicht zu erkennen sein wird. Habe ich sie gerettet? Rettung ist relativ. Aber ich glaube, ihr habt sie gerettet, ja. Und die Dienerin, was mit ihr? Wenn sie diesen Ort verlässt, lässt sie auch den Krieg hinter sich. Dank euch. Sie wird Atris Rolle als Geschichtsschreiberin einnehmen. Und sie wird anderen vom Jedi berichten, der die Macht aufgab und dadurch an Stärke gewonnen hat. Was mit Etten? Das ist interessant. Etten wird immer der nah bleiben, der er ist.
Ich glaube, die Macht passt auf Leute wie ihn auf. Genau wie auf die Alten, wie mich. Was mit der Republik? Die Republik wird fallen, wie sie es schon immer getan hat. Ein Fall, der Jahrtausende andauert. Unter der Leitung der Herden Itors wird die Oberfläche von Telos wieder erblühen. Ihre goldenen Felder werden wieder Wissenschaftler und Denker ernähren. Selbstgefällig und friedfertig wird der Planet die Zeiten vergessen, in denen Saul Kerris ihn umkreist und seinen Himmel mit Feuer gefärbt hat. Aber er wird anderen wieder zur Heimat werden. Sie werden sich über die Galaxis ausbreiten und Leben bringen. Erzähl mir von Dantooine. Dantooine wird überleben. Die Gemeinschaft, die ihr gerettet habt, wird zum Grundstein, der Dantooine wieder bewohnbar macht. Sie werden die Schrottsammler zurücktreiben, die Mandalorianer und alle, die den Outer Rim angreifen. Die Republik wird sich wieder dort niederlassen und den Planeten mit ihren Truppen bewachen. Dantooine wird heilen, wird sicher sein, seine Himmel frei. Die Ruinen der Akademie werden weiter bestehen. Was mit Nar Shaddaa? Nar Shaddaa wird weiter existieren, hartnäckig wie immer. Doch wo vorher Leere war, wird jetzt ein Herz schlagen. Wo einst die Verlorenen und Enteigneten gefangen waren, werden sie jetzt kämpfen und wachsen. Aus Verzweiflung wird Hoffnung entstehen. Das ist gut. Was mit Onderon? Königin Talia wird lange regieren, wird viel Gutes tun. Sie wird weiterhin weise und bedacht herrschen. Onderon bleibt Teil der Republik, wird reich werden. Doch seine Bewohner werden mit der Zeit ihre Traditionen im Ozean der Republik verlieren und nicht mehr länger Onderonianer sein. Was ist mit Korriban? Korriban wird bleiben wie immer. Ein Friedhof für die dunkelsten Sith-Lords, deren Flüstern noch immer in ihren Gräbern zu hören ist. Es wird immer eine Quelle des Bösen bleiben, über Jahrtausende hinweg Bedrohungen hervorbringen. Genau wie Malachor streift Korriban die Ränder des Reiches, das im Dunkeln wartet. Und genau wie Malachor haben die Sith es vergessen. Vorerst. Sie werden sich daran erinnern. Revan wusste das. Und meine Verbündeten, was geschieht mit ihnen? So lange reist ihr nun schon mit ihnen. Und doch spürt sie durch sie... Okay, das hatten wir schon. Ruht euch aus, Kreia. Eure Zeit hier ist vorüber. Oh. Okay, da bin ich wieder. Es kam jetzt noch eine kleine Cutscene, in der Folgendes passiert ist. Die Ebon Hawk kam angeflogen und hat uns rausgetragen aus dem Tyrannus-Kern, ist von Malachor geflohen, während der Planet langsam in sich zusammengefallen ist. Ja, das war's. Star Wars, Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords. Das war das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das Let's Play dazu. Es hat mir jede Menge Spaß gemacht. Es hat lange gedauert. Oh ja, das hat es. Über ein Jahr mindestens. Vielleicht sogar zwei oder mehr. Keine Ahnung. Aber es hat lange gedauert. Es hat mir lange Freude bereitet. Ich hoffe, das hat es euch auch. Tut mir leid, wenn meine Schlussworte zu dem Projekt jetzt nicht so episch sind, wie sie es vielleicht sein sollten. Aber ich improvisiere das alles. So wie das meiste. So wie das fast alles. Ja. Es ist auch immer ein kleiner emotionaler Moment für mich. Dieses Projekt hat jetzt auch mich lange, lange begleitet. Viele Jahre. Keine Ahnung, vielleicht war es nur ein bisschen. Auf jeden Fall lange. Und es hat auch meine Art zu kommentieren doch geprägt. Ich möchte danke euch sagen, dass ihr dabei wart, dass ihr mir durch euer Zuschauen ermöglicht habt, dieses Projekt fortzuführen und überhaupt erst zu beginnen. Dafür möchte ich danke sagen euch. Und ich möchte mich auch mit euch freuen auf die Zukunft, auf das, was die Zukunft noch bringen wird. Viele schöne Projekte, interessante Projekte. Einige von ihnen habe ich schon im Kopf. Das wird schön werden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, ich sage ein letztes Mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Ramsky Rata für heute. Jetzt das letzte Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es das. Und bis dann.